Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde First Time. Heute mal die neue Evelyn. Ja, ich habe bisher eher weniger Spaß im Rank gehabt gegen sie. Scheint doch ziemlich stark zu sein, muss ich sagen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Nein, nein, bitte nicht. Mann, wie schafft es denn wirklich jeder zu enden? Okay, Leute, ist jetzt nicht unbedingt der beste Start. 0-9. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug, okay, Leute? Ich habe einen Kill, Leute. Ich habe einen Kill, das zählt. Worf. Oh! Viermal Knock-up. Jetzt bräuchtest du nur noch Damage. Aber zwei Kills. Immerhin. 2-2 Trade. Das waren unsere ersten zwei Kills, Leute. Geil! Ja. Ja. Hammer, 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 Boy. Oh, hallo. Oh, voll das viel Damage. Ich muss sagen, ich habe ein kleines bisschen Angst, dass hier vielleicht gewordet sein könnte. Aber ich glaube... Es war so klar! Shit, okay, ich bin ready. Wir müssen da helfen, wir müssen da hin, Leute. Leute, wir müssen unseren Top-Laner beschützen. Wir können ihn nicht im Stich lassen. Seid ihr ready? Er ist charmed, der Boy. Macht kein Damage. Oh, Damage! Damage! So, jetzt Invis, wir entspannen uns. Hallo, darf ich bitte Invis? Da bin ich Invis, nice. Geil, good job Team, for 20 Stats, der Tag kann beginnen. Oh. What the fuck? Dieser Sound, Alter, ich habe jetzt Ultimate. Oh shit, let's go. LOL. Ah, bitte Lantern! Schnell! Oh! Easy. Geh jetzt auf den Knecht hier rein, okay? Wir gehen da rein. Easy Game. Boom! Yes! Oh shit, der Serat hier hat dich getötet. Ich werde dich rächen. Ich knall mir den Serat. Ich habe Ultimate. Hallo? Wo bist du? Oh, lol. Wo bist du, Son? Vielleicht doch nicht. Lol, das BM. Come on, treff den Q. Hallo. Holy shit. Okay, das ist geil. So, jetzt nehmen wir den Turret. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, den Turret schneller zu machen? Ich könnte halt meinen Q... Oh, ich kann meinen... Ohne Minions kann ich den Q weiter nicht spammen. Das ist natürlich schade. Können wir den Drake? Ah, der Drake ist trotzdem risky. Stimmt, so die Xayah ist auf jeden Fall weniger risky. Eieiei. Eieiei. Das ging schnell. Shit. Oh, shit! Nee, Leute. Nee, das wird nix. What the fuck, warum bin ich unsichtbar? Okay, in 20 habe ich Ult. Oh, schöner Hook. Oh. Kommen Sie mal ran, junger Mann. Sterben Sie mit... Fuck. Nice Hook. Den habt ihr, oder? Oh. Das war nicht schön. Und ciao. Das ging relativ zügig. Nein, ey. Ich will wieder unsichtbar werden, Zed. Was soll die Scheiße? So. Du bist der Nächste. Komm her. Das kriegst du ins Face. Die Frage ist nur, ob Toplane. Eieiei. Ei. Shit. Renn, Bruder. Oh mein Gott. Outplayed. Geil. So ein Jahr so in meinem Team. Das ist ja unglaublich. Ich habe Ultimate, Serat. Das ist keine gute Idee. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Oh. Also wenn ich den Serat gestunt bekomme.
Oh shit. What? Warum war das so wenig Damage? Er war nicht unter 30% Leben. Scheiße. Fuck! So, du wolltest mich also gerade engagen, ja? Okay. Können wir Nash gehen? Oh! Oh shit, der wird outplayed. Oh no, und top den. Oh, das ist nein. Das ist wie so ein richtig belastendes Solo-Queue-Game gerade. Wir machen eigentlich gute Plays, aber irgendein Random ist einfach nur an der Seite am Pushen und verkackt alles. Oh shit, was ist das denn? Ah, mhm. Lol. Die. Die! Holy shit, Mann. Das wird auf jeden Fall. Ah, nee! Ich hasse dich so sehr, Zed. Meine nächste Ultimate wird so hart in deinem Gesicht drin sein, dass man gar nicht mehr erkennt, ob du Zed oder Jürgen Klaus Dieter bist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die neue Evelyn, die ist echt nice in der Hinsicht, was Outplays angeht. Ja, du kannst besser outplayen so ein Stück weit mit der Ultimate, aber du hast es auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger, 1v9 zu carryen. Früher mit Evelyn war halt, sobald du einen gewissen Fitnessgrad erreicht hast, war wirklich krass. Also da war es wirklich einfach nur ziemlich stupid. So, oh no. Ich habe noch keine Ultimate, ich bin so scheiße. Ich meine, good job, Team. Genau das war mein Plan. Zwei Leute von euch weggehalten. Das ist Teamwork. Oh shit. Oh shit. Ja. Das, nehme ich dann doch wieder zurück. So, jetzt aber. Komme, Leute. Komme, Leute. Dieser Inne wird gerecht. Damit das klar ist. Hallo, hallo, hallo. Entschuldigung. Vorsicht, Yasu, Yasu, chill, chill. So, jetzt bin ich investiert. Jetzt hat die offiziell vergessen, dass ich existiere. Das ist immer der Vorteil. Leute vergessen, dass man existiert, wenn man Invis hat. Tschüss. Oh, nicht nur Zed, das ist... Oh mein Gott, der Yasu. Der, oh, der hätte ulten können, oder? Oh, sick. Oh, boy. Wäre ja schön, wenn wir uns mit diesem Killvorteil irgendwas erspielen könnten. Oh, schade. Unsere scheiß Base ist schon in Schutt und Asche. Holy shit, Alter. Also wenn mein W trifft, ist der Schaden auf jeden Fall ziemlich frisch. Ach, der Kollege hier. Okay, das war ein Ace. Ja, ja, so ist ein bisschen am Eskalieren. Der will hier auf jeden Fall die 1v9-Show perfekt machen. Geil. In Hip Nummer 1. Sweet. So, wir gehen jetzt mit in die Base. Oder wir tun nur... Ne, stimmt, wir können echt den Elder noch verfrüh machen. Das ist ein guter Call. Holy shit, wie viel Damage mache ich jetzt eigentlich mit der Ultimate? Ich will gar nicht gucken, aber ich... Sind wir über 2k? Wir sind nur bei 1700, das ist ja nicht so viel. Ah, ja. Nice try. Dachtest du, mein CC ist ein Skillshot? Ah, ich wurde doch in 2017 designt. Ach du Scheiße. Nice, nice. Sehr geil. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und rein hier. Ich komme nicht ran, Mann. Nee, das ist mir zu blöd. Schau. Was, der war schon wieder nicht unter 30%. Kacke. Schade, Mann. Ich dachte, dass ich im letzten Teamfight nochmal so richtig, boom, eskalieren kann. Hat dann mein Team doch ein bisschen härter gecarried als ich. Aber ist okay. Ist okay. Ich habe die Arbeit geleistet und ihr holt euch die Lorbeeren, ne? Ihr gewinnt den finalen Teamfight. Ist okay. Dafür will ich mir die hier nochmal snacken. Dafür will ich mir die hier nochmal so richtig schön snacken, okay? Alter. Das hättest du ein bisschen besser spielen müssen. Ja, GG. Also Pre-6 ist die neue Evelyn komplett kacke. Ab Level 6, ja, das ist schon ganz geil. Also, Point and Click, 2 Sekunden CC mit heftigem Burst AOE. Die neue Evelyn, die hat's drauf. Man muss nur bis Level 6 kommen, aber ab dann... Hui, also, ich habe auch schon gegen sie gespielt und spaßig ist das nicht als AD Carry. Man hat ja gesehen, was hätte Xayah gerade machen können. Ja, sie hat den Bildschirm leider angehabt. Das ist immer ein kleiner Fehler, den AD Carries häufig begehen. Ich hoffe, dass ihr den nicht begeht. Und viel Spaß mit Evelyn in der Kluft. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.